Welt, die wir kennen und den Dingen, die wir fürchten, gibt es Türen. Wenn diese sich öffnen, werden Albträume wahr. Das sind die Creepy Tales. Ach, da bist du ja. Ich habe die Ergebnisse vom Pathologen. Und? Nicht hier auf dem Flur. Wir können aber auch nicht rein. Ich habe da drin den ersten Zeugen sitzen. Wenigstens ein paar Infos wären gut. Ich kann dir ja ein paar Stichworte geben. Massen auf Blut, furchtbares Gemetzel, brutale Scheiße. Ja, ja, ist gut. Genau so. Und bei dir? Der Zeuge scheint stark traumatisiert. Er redet nicht? Doch, jede Menge. Ich kam kaum hinterher. Aber? Milde ausgedrückt ist es eine verdammt unglaubwürdige Geschichte. Wie unglaubwürdig? Nenn mich Mulder. Wir sollten einen Psychologen bestellen. Okay, verstehe. Aber nebenan sitzt ja noch die zweite Zeugin. Ah, welches Zimmer? Die rote Tür. Gut, dann mache ich dort mal weiter. Hoffentlich erzählen die mir weniger Seemannsgarn. Viel Glück. Danke. So. Guten Morgen. Ich bin Detective Whale. Mrs. Highfield, Detective. Hat man Ihnen denn keinen Kaffee angeboten? Doch, aber ich möchte keinen. Tja, ansonsten hätte ich nur Limonade. Meine Kollegin trinkt immer diese Louisiana Blue Coke. Nein, wirklich nicht. Gut. Dann. Also, Mrs. Highfield. Sie sind wohnhaft in Dunham, Willow Bay. Und Sie arbeiten als wissenschaftliche Mitarbeiterin bei Leland Chemicals. Entschuldigung, könnten wir den Teil eventuell abkürzen? Ist Ihnen da etwas unangenehm? Das nicht, aber ich möchte so schnell wie möglich an meine Arbeit. Mrs. Highfield, Sie sind immerhin eine wichtige Zeugin in einem Mordfall. Nun, bei meinem aktuellen Projekt ist das Timing ungeheuer wichtig. Wenn ich nicht rechtzeitig daran weiterarbeite, kann das fatale Folgen haben. Und außerdem habe ich ja kaum etwas gesehen. Ja. Wir werden zusehen, dass Sie schnell wieder an die Arbeit kommen. Aber was genau haben Sie eigentlich beobachtet? Wir haben einen zweiten Zeugen und der sagt, dass Sie deutlich näher dran waren als er. Vor allem habe ich Blut gesehen. Mhm. Viel Blut. Und dieser arme Mann schien regelrecht zerfleischt worden zu sein. Ja. Da war überall... Konnten Sie sehen, wer das getan hat? Leider nein. Ah. Laut Aussage des Zeugen befanden Sie sich auf der anderen Seite der Straßenecke. Ich kenne die Grey Street ganz gut. Wenn an dieser Stelle jemand davonläuft, dann müsste man ihn eigentlich eine ganze Weile beobachten können, egal ob er den Weg zur U-Bahn nach unten nimmt oder die Straße nach Norden läuft. Oder hat er vielleicht ein Auto benutzt? Ja, Sie haben recht. Da war ein Mann. Was für ein Mann? Wie sah er aus? Er war mittelgroß. Er trug Mantel und Hut. Ich konnte ihn nur von hinten sehen. Und er rannte nach Norden. Ja, nach Norden. Richtung Cotton Village. Ja, das ist mal ein Anfang. Danke. Dann kann ich jetzt gehen? Ich fürchte nicht. Bitte warten Sie noch einen Moment. Ich bin gleich zurück. Bitte beeilen Sie sich. Bist du schon fertig? Im Gegenteil. Es geht gerade erst los. Wie meinst du das? Irgendetwas stimmt da nicht. Zuerst glaubte ich, dass der erste Zeuge lügt. Oder so schockiert ist, dass er mir was von Grimms Märchen erzählt. Aber diese Mrs. Highfield ist so dermaßen nervös. Du meinst, sie hat was zu verbergen? Ich denke, dass sie Angst hat. Fragt sich nur, wovor. Wird sie bedroht oder kannte sie den Täter? Tja, kommst du mit rüber? Klar. Aber vorher erzähl mir, was der erste Zeuge sagt. Das glaubst du mir sowieso nicht. Na endlich,
Ich sagte Ihnen doch, dass ich es eilig... Es tut mir leid, aber wir müssen Ihnen nochmals ein paar Fragen stellen. Aber warum denn da... Meine Kollegin Detective Torrance kennen Sie ja bereits. Bitte nehmen Sie sich die Zeit. Wie sah der Mann aus, den Sie gesehen haben? Das sagte ich doch. Er war groß und... Vorhin sagten Sie noch, er sei mittelgroß. Groß, mittelgroß. Macht das einen Unterschied? Aber natürlich. Wie groß ist denn mittelgroß für Sie? Und wo fängt groß an? 1,80? 1,85? Warum schwitzen Sie eigentlich so? So warm ist es hier doch gar nicht. Mrs. Highfield, wir wollen Sie nicht unter Druck setzen. Aber es geht hier um einen schrecklichen Mord. Und Ihre Aussage ist uns wirklich sehr wichtig. Ich will ganz offen sein. Der andere Zeuge hat gesagt, der Täter habe ausgesehen wie ein... Warte, einen Moment, bitte, Mrs. Das kannst du nicht machen. Das ist Beeinflussung von Zeugen. Außerdem ist der erste Zeuge offensichtlich völlig wahnsinnig. Hast du eine bessere Idee? Ich will diese Scheiße so schnell wie möglich zu Ende bringen. Ich doch auch. Ich bin sicher, dass sie da irgendwas verschweigt. Na also, dann erzählen wir ihr doch von diesem Ding. Nun, Mrs. Highfield, sind Sie sicher, dass Sie da einen Mann gesehen haben? Mittelgroß, mit Hut? Oder war es vielleicht doch eher ein Wesen? Wie meinen Sie das? Naja, wir gehen davon aus, dass dort jemand in Verkleidung... Verkleidung? Halloween war doch gerade erst. Detective, ich bitte Sie, verschwenden Sie bitte nicht meine Zeit. Ich muss wirklich sehr dringend in meine Firma. Haben Sie ein Monstrum gesehen? Ein Monstrum, menschenähnlich. Doch mit schuppiger Haut, großen glasigen Froschaugen und einem breiten, gierigen Maul voller Haifischzähne. Wollen Sie mich auf den Arm nehmen? Sind Sie beide völlig verrückt geworden? Wir wissen, wie das klingt. Ich werde mich über Sie beide beschweren. Und wissen Sie, was ich außerdem tun werde? Ich gehe nun. Das können wir leider nicht zulassen. Wir sind noch nicht fertig. Oh doch. Das sind wir. Das sind... Was wir haben Sie denn? Es ist nichts. Ich muss nur... dringend zur Arbeit. Aber in diesem Zustand können Sie doch nicht... Ich muss... Verstehen Sie? Aber... Ich muss! Was ist das? Ich sagte Ihnen doch, wenn ich nicht rechtzeitig in meiner Firma bin, aber... wird das ungeheure Folgen für Sie haben. Mrs. Highfield! Ich kann es eine Weile kontrollieren, aber ich brauche meine Medikamente. Ich habe eine Droge entwickelt, die es für einen Zeitraum stoppen kann. Aber ich brauche immer mehr. Eine Droge? Ich brauche mehr davon, verstehen Sie? Sie wirkt auch immer kürzer. Und jetzt ist es zu spät. Ich kann es nicht mehr aufhalten. Es passiert jetzt einfach. Scheiße, das gibt es doch nicht. Geh nicht so nah ran! Bleiben Sie stehen! Keine Bewegung! Ist das gerade wirklich passiert? Sie war das Monstrum an der Grey Street. Aber was ist... war sie? Wie kann das sein? War sie ein missglücktes Experiment? Oder steckt dahinter etwas anderes? Älteres. Älteres? Die Welt ist so alt und noch immer voller finsterer Geheimnisse. Wer weiß, welche Gefahren da noch immer lauern. In den Tiefen des Kosmos. Und manchmal kommen sie an die Oberfläche. Dringen in die normale Welt ein. Und wir stehen da und wissen nicht, wie wir sie in unser Weltbild einordnen sollen. Also bleibt nur, dass wir uns damit abfinden. Oder wahnsinnig werden.